Hallo, ich heiße Markus Allert, bin 46 Jahre alt und stamme aus Wien. Das Masterstudium Supply Chain Management an der FH in Steyr ist für mich das dritte Studium nach Betriebswirtschaftslehre und nach Property Investment. Ja, nach 15 sehr spannenden, aber auch sehr herausfordernden Jahren in der Immobilienbranche als Berater bei CBRE wollte ich eine Auszeit mir nehmen. Und ich wollte diese Zeit so nutzen, dass sie mir hilft, dass ich mich weiterentwickle und auch neue Denkanstöße bekomme. Und da gerade zu dieser Zeit die Logistik irrsinnig geboomt hat und sich auch als immer wichtigerer Wettbewerbsfaktor herausgestellt hat, habe ich dieses Thema sehr spannend gefunden und wollte in diesem Bereich was machen. Und da hat das Masterstudium Supply Chain Management hier in Steyr eigentlich ein sehr spannendes Konzept für mich geboten. Und das zusammen mit dieser tollen Reputation, die das Studium in der Wirtschaft genießt, hat dann den Ausschlag gegeben, dass ich es dann gemacht habe. Es sind zwei Komponenten, die mich hier begeistert haben. Das eine ist dieses familiäre Umfeld. Man kennt die Professoren und man connectet zu den anderen Mitstudierenden und bewältigt das Studium als Gemeinschaft. Die zweite Komponente sind die Studieninhalte und wie sie vermittelt werden. Also vieles muss man sich selbst als Team erarbeiten, in Gruppenarbeiten, anhand von Fallstudien, die sehr praxisrelevant sind. Und man merkt auch, dass die Zuständigen einfach den Draht zu den Studenten suchen und auch offen sind für Vorschläge und immer versuchen, das Studium weiterzuentwickeln. Ja, bei mir haben sich meine Zukunftspläne eigentlich schon manifestiert. Ich wollte immer etwas machen, das dazu beiträgt, dass Unternehmen sich verbessern und dass die Mitarbeiter zufrieden werden. Und ich hatte das Glück bei meiner Firma, dass ich vom Immobilieninvestment nun wechseln habe können, in eine neue Funktion, wo ich mich mit strategischen Fragen auseinandersetze und mit der Weiterentwicklung unseres Customer Relation Management Systems. Und dabei kann ich auch mich mit Themen befassen, die mir sehr wichtig sind, wie zum Beispiel abteilungsübergreifende Kooperation, Kundenfokus oder Mitarbeiterzufriedenheit. Inspirierend. Das war der Moment, als ich aus dem FH-Gebäude nach meiner Abschlussprüfung herausgetreten bin. Das war Design und Integrative Thinking. Das war für mich so ein richtiger Mindblow, weil ich auf einmal gemerkt habe, dass selbst ich zu kreativen Lösungen fähig bin. Mit Banksy. Da würde ich bei meinem Erststudium vieles anders machen, aber ich würde jedenfalls wieder das Studium hier an der FH in Steyr machen. Ja, Innovation ist ein sehr wichtiger Treiber unseres Wirtschaftswachstums. Es ist aber auch die Antwort auf sehr wesentliche gesellschaftliche Fragestellungen, wie zum Beispiel den Klimawandel. Nutzerzentrierte Innovationsansätze, die den Nutzer in den Mittelpunkt stellen und ihn auch in der einen oder anderen Form in diesen Innovationsprozess integrieren, sind ja sehr wichtige Beiträge in diesem Forschungsbereich. Und viele Unternehmen, die direkt mit Endnutzern zu tun haben, verwenden diese auch schon sehr erfolgreich. Jetzt ist aber so, dass der größte Teil der Wertschöpfung in den Produktionsstufen davor stattfindet. Das heißt, in den Bereichen, wo Firmen keinen direkten Draht zu diesen Endnutzern haben, im sogenannten Business-to-Business-Bereich. Daher stellt sich dann auch die Frage, inwieweit solche Ansätze auch im Business-to-Business-Bereich angewendet werden können. Und wenn ja, welche Herausforderungen damit verknüpft sind. Genau mit diesen Fragen hat sich meine Masterarbeit dann beschäftigt. Und ich habe entsprechende Anwendungen und Methoden aus unterschiedlichen Disziplinen zusammengetragen, die dazu beitragen können, solche Ansätze erfolgreich im Unternehmen einzusetzen. Es war am Anfang sehr schwierig, Literatur zu diesem Thema zu finden. Das war irrsinnig herausfordernd und auch sehr frustrierend, weil ich mir dieses Thema komplett neu habe erarbeiten müssen. Der richtige Eureka-Moment kam dann eigentlich gegen Ende, als ich für mich selbst entdeckt habe, dass ich ein komplett neues Forschungsfeld eröffnet habe, mit dem sich noch niemand wirklich im Detail auseinandergesetzt hat. Und ich hoffe auch, dass diese Arbeit einen Impuls geben kann für weitere Forschungen in diesem Themenbereich.